Sau, Leute. Und bin ich vielleicht in einer Lieferung nochmal Modern Horizons 2 Set Booster gekommen? Kann sie deshalb die ganze Zeit hier für euch öffnen? Vielleicht, vielleicht. Ich liebe das Set und es gibt noch so viele Karten, die ich aus dem Set gerne hätte, weil ich immer noch nicht alle Karten gerne habe, die ich habe. Squirrel. Die ich haben will und ja. Vielleicht ziehen wir ja was. Dann haben wir erstmal eine Ebene. Dann haben wir einen Klingenbrücken. Oh, wir haben eine Karte von der Liste. Klingenflutbrücke. Kaum getappte Chibis sind zerstörbar. Tappen für weiß oder blau. Dann haben wir einen Stahlflossenwal, 6 Mana, 3, 4 mit Affinitätsartefakten. Und immer wenn ein Artefaktenspiel kommt, ertappen wir den. Das ist stark. Streulicht, 5 Mana, Affinitätsartefakten, fügt eine Kreatur, die angreift oder blockt für Schaden zu. Wir haben wohl Artefakte als. Ja, wir haben eindeutig Artefakte als. Thematik, Schmiedekunst, ein weißes Mana, eine bleibende Karte kriegt. Hexproof und Zerstörbarkeit, wenn es eine Kreatur ist, Artefaktkreatur kriegt sie +2/+2. Sehr cool. Dann haben wir. Krabbenflut, 2 Mana Verzauberung für einen Mana werfende Karte abkriegen, eine 0-3 Krabbe und Delirium, alle Krabben kriegen +1/+1. Okay, cool, ich kenne jemanden, der die mag. Oh Gott, Prosportischer Titan, 6 Mana, 4-4 Delirium. Wenn er Delirium ist, dürfen wir beides bestimmen, ansonsten nur eins. Der fügt einem Ziel 4 Schaden zu. Oder wir schauen uns die obersten 4 Karten unseres Decks an, nehmen einen davon auf die Hand und den Rest unter Blibi Reihenfolge und das Deck. Auch nicht so stark. Altar of the Goyfs. 5 Mana. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, angreift, alleine angreift, kriegt sie +6/+6, sobald sie gleich die Anzahl an Kartentypen ist. Und Lurgolf-Kreaturen kontrollierst, haben Trampelschaden. Damit können die Tamogolf Trampelschaden geben. Das ist der Hammer. Absoluter Hammer. Amogolf brauchte immer schon Trampel. So, dann haben wir einen Akademie-Monteur. Der wird sogar viel gespielt. 3 Mana 1-3, falls du einen Hinweis, Speise oder Schatztoken kriegst, kriege stattdessen von jedem einen. Ach, so schön. Meeresgeader, 3 Mana 4-3 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, bringe eine Länderkarte deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand. Boah, 3 Mana 4-3 ist halt stark damals gewesen, aber heute ja nicht so. Dann haben wir Gargadon. 7 Mana, 7-5, verursacht Trampelschaden. Mit Aussetzen 4 und 2 Mana, Suspend. Kaleidobrand, auch eine sehr coole Karte. Und voll auch richtig schön. 2 Mana, wir fügen so viel Schaden zu, wie wir verschiedenes Mana bezahlt haben. Mit Rückblende, also Buyback, dann kriegen wir 5 Schaden. Und, boah, nee, Null Stance Engine, Nervensägenantrieb. 2 Mana, wir kriegen einen Tappen, wir kriegen einen 0-1 Nervensägen, Spielstein. Ja, das ist schon nervig, solche Karten in der Liste. Aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao.